18-Zylinder Doppelstern. Das ist Musik in meinen Ohren. 1750 PS stark, der CBM3 Avenger. Ja, dieses Flugzeug, Baujahr 1945, wurde 1945 dann ausgeliefert in die Naval Base of San Diego und war dann bis 1946 in Pearl Harbor stationiert. Entwickelt speziell für die US-Marine ist dieses Flugzeug dann am 17. Mai 1945 erstmals geflogen. Im Produktionszeitraum 1942 bis 1945 wurden insgesamt, man höre und staune, 9830 Flugzeuge dieses Typs hergestellt. Ja, man muss sich mal vorstellen, mit so einem Riesenkoffer ein schlingerndes Flugzeugträgerdeck zu treffen und dem Flugzeugträger hinterher zu fliegen. Hoffentlich war der nicht schneller wie das Flugzeug, sonst gab es ein kleines Problem. Ich glaube, mit der Geschwindigkeit haben die keine Probleme gehabt. Bei einer maximalen Geschwindigkeit von 430 km/h, da musst du schon ganz schön Kohlen auflegen, bis der Flugzeugträger davon fährt. Übrigens, einer der bekannteren Piloten, oder beziehungsweise einer der nachher doch bekannt gewordenen Piloten, einer sogenannten Grumman TBM Avenger vom Steelworker Roy Grumman, war unter anderem George Bush der Erste. Und Paul Newman, der weltbekannte Schauspieler, war ebenfalls Pilot während des Zweiten Weltkriegs im Pazifik auf diesem Grumman TBM Avengers. Auch wieder wunderschön, der ist 12 Meter 19 und eine maximale Höhe von 5 Meter. Laurent Calamé, aus Lausanne aus der Schweiz, CBM Avenger, der Rächer. So, noch einmal Höchstgeschwindigkeit, Breitseite, das ist jetzt die Fotoposition für Sie. Leicht über den Kopf, hochgezogene Fahrtkurve, 430 Stundenkilometer schnell. Wunderschön hier anzusehen. Also, sehr geehrte Gäste, nehmen Sie Ihre Fotoapparate, egal wer fliegt, so schöne Bilder wie heute und hier kriegen Sie nicht mehr. Ja, und was mich auch dazu bringt, ich sehe hier die ganze Zeit so einen, ja, so einen Rotkreuzwagen rumfahren. Trinken Sie viel, essen Sie viel, ja, nicht nur Alkohol, also Flüssigkeit zunehmen zur Innenkühlung. Einfach, dass Sie nicht dehydrieren. Unser Programm geht bis 19 Uhr. Also versorgen Sie sich an den Ständen mit Getränken, mit Essen, denn es geht gleich weiter mit dem nächsten Show-Act.